Es war einmal ein Pilz. Der hatte sich weit im Erdreich verzweigt, nur um aus diesem mit seiner Frucht hervorzubrechen. Und sein Stiel, der war fest und weiß wie Zucker. Und sein Hut, der glänzte wie tränende Augen. Dort aber, wo der Pilz hervorgebrochen war, da kamen zwei Kinder gelaufen, Mädchen und Junge, und Hand in Hand. Ein schöner Pilz, sagte das Mädchen. Und sie kniete nieder, umfasste den Stiel und hatte ihn schon herausgezogen, um ihn dem Jungen entgegenzustrecken. Beiß rein, sagte das Mädchen. Warum? Fragte der Junge. Eine gute Frage, sagte das Mädchen. Schmeckt er gut? Fragte der Junge. Er tut gut, sagte das Mädchen. Der Junge aber nahm einen großen Bissen und er kaute und er schluckte, und kaum, dass er gekaut hatte und geschluckt, da wusste er nicht, wie ihm geschah. Denn plötzlich war alles wie nie zuvor, und zugleich war es so, wie es hätte sein sollen, immer schon, immer schon. Da gab es keinen Zweifel. Alles war eins und eines war alles. Wie fühlst du dich? Fragte das Mädchen. Komm her, sagte der Junge. Und die Luft war zu sehen, und der Wind, der sang, und der Staub, der tanzte im Sonnenlicht. Yeah.